Gottfried Glöckner, ein Landwirt aus Deutschland. Die meisten haben ihn gesehen, der seit 17 Jahren einen Kampf führt, oder einen Kampf ist vielleicht falsch gesagt. Er sitzt auf einer Achterbahn, es geht rauf und runter. Er hat mir vorher gesagt, es gibt nicht Misserfolge, es gibt praktisch nur Erfolge. Und wie das heute aussieht, wie es weitergeht, wie die Fortsetzung vom Teil 1 ist, das wird der Gottfried Glöckner euch heute zeigen, erzählen. Ich wünsche euch viel, viel, viel Wissen, Erkenntnis, Spannung, einen schönen Abend. Dankeschön. Es ist immer wieder erstaunlich, dass einem zunächst mal die Worte fehlen. Ich will das nicht, aber es ist so. Es geht um viel mehr als um irgendein Thema, was mich betrifft. Es geht um meine drei Kinder, es geht um meine zwei Enkel und es geht um die Zukunft von jedem von uns. Und dessen bin ich mir sehr bewusst, nach dem, was ich heute weiß. Gentechnik im Pflanzenbau ist meine Aufgabe, das ist mein Auftrag. Den Auftrag habe ich bekommen und da hat jemand gesagt, jetzt siehst du mal zu, wie du mit zurechtkommst. Und ich kann sagen, von Tag zu Tag komme ich besser damit zurecht. Und darüber bin ich froh und dankbar, immer wieder vor Menschen zu stehen, die sich dafür interessieren, die das Bewusstsein haben möchten, um was geht es eigentlich, was wird uns eigentlich verkauft, was soll uns erklärt werden und warum ist es einfach wider Menschenswillen, dass so etwas getan wird. Ich bin dankbar, heute hier zu sein, wiederum hier zu sein, nach der erfolgreichen Veranstaltung. Und ich werde heute wieder über den Fall sprechen, der in meinem Betrieb passiert ist. Ich werde aber auch aufzeigen, wie die Behörden reagiert haben. Ich werde Ihnen auch erklären, wie das Unternehmen reagiert hat zu der Zeit, als es galt, klare Kante zu bekennen, Fehler einzugestehen. Ich werde Ihnen aber auch aufzeigen, wie die wissenschaftliche Publikation zustande gekommen ist zu dem Thema, die ich mit Professor Seralini in Zusammenarbeit über ein Jahr erreichen konnte und die im Januar 2016 veröffentlicht wurde. Und in diese drei Bereiche ist mein Vortrag gegliedert und wir haben anschließend die Möglichkeit, zum Schluss der Veranstaltung Fragen zu stellen. Alles, was Sie hier sehen, können Sie auf meiner Webseite nachlesen, können Sie sich anschauen. Sie müssen sich nicht den Kopf zerbrechen. Ich möchte einfach, dass Sie hier im Bewusstsein rausgehen. Jawohl, wir sind uns sicher, wir wissen Bescheid, wir brauchen keine Angst zu haben. Es wird sich darum gekümmert. Und ich verspreche Ihnen, dass ich mich kümmere, bis das Thema geklärt ist. Eher werde ich nicht ruhen. Es geht um BT Mais Anbau in den Jahren 1996 bis 2002. Es wird aufgezeichnet, es ist auf YouTube zu sehen, diese Veranstaltung. Ich hatte Ihre Frage vorhin ein bisschen missverstanden. Die alte Veranstaltung ist schon auf YouTube und diese wird auch auf YouTube freigeschaltet. Auf Grundlage dieser Unterlagen wurde damals unter Renate Künast gentechnisch veränderter Mais in Deutschland zugelassen. BT-Mais. Dafür ist die Kernenergie gestorben.
Das war der Deal. Die Gentechnikgegner der Grünen haben bei mir im Feld gesessen, haben demonstriert zum Versuchszeitraum. Und 1996 hat gleichzeitig Renate Künast der Genehmigung gentechnisch veränderte Mais zugestimmt. Die Ergebnisse, die es daraus gab, zeige ich Ihnen auf. Also ich habe ganz normale landwirtschaftliche Ausbildung, habe einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt. Von 25 Kühen aufgestockt auf 47 und dann auf 75. War CDU-Mandatsträger im Kreistag, im Gemeindeparlament. Habe dann, nachdem es veröffentlicht wurde, im Spiegel und in Report Mainz, bin ich zu Vorträgen angefordert worden in Europa. Erste Linie Österreich, Schweiz und Italien in 2004. Und mit diesen Vorträgen und Veranstaltungen in 2004 ging der Ärger los. Man hat mir dann Strafverfahren angehängt. Ich habe gleichzeitig das Buch Gefahr Gentechnik mit herausgebracht, habe die Schadensersatzklage in 3 Jahren gefertigt gegen Syngenta und habe die dann eingereicht in 2005. Dann kam ein Haftaufenthalt dazu. Zwischendurch hat man mich aus dem Verkehr gezogen in 2006 bis 2007 und bin dann vorzeitig als Tatleugner entlassen worden in Hessen, Deutschland. 2007 ging die Schadensersatzklageverhandlung weiter. 2009 ist die Klage am OLG Frankfurt abgewiesen worden. Dann habe ich eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt beim Bundesgerichtshof. Die ist dann auch abgelehnt worden. Und seit der Zeit bin ich auf Vortragsveranstaltungen gewesen, international. Russland hat mich angefragt. Und nachdem ich in Russland war, haben die Chinesen angefragt und wollten wissen, was da los ist. Wir sind heute hier in Aargau in der Schweiz. Das ist mein Betrieb in Wölfersheim, Wetterau. Der umfasste damals 8 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche auf besten Böden mit Zuckerrübenanbau, Winterraps, Silomais und Getreide. Ich hatte 70 Milchkühe im Durchschnitt, die eine Milchleistung hatten über 8000 Kilo Milch pro Kuh und Jahr. Das war meine älteste Kuh, die ist damals geehrt worden, 17 Jahre alt, 14 Kälber, 1997 geehrt worden. Das ist aus dem Grunde so wichtig, weil Syngenta mir vorgeworfen hatte nachher, ich könnte keine Kühe füttern. Die Kuh hat es ausgehalten. Für mich war wichtig zu erfahren, was hat es mit dieser Technologie auf sich. Wir haben gentechnisch verändertes Soja bekommen aus USA, das ist im Silo gelandet. Und es wurde uns gesagt als Bauern, das ist alles dasselbe. Substanzielle Äquivalenz, Gleichwertigkeit zu konventionellem Sojaschrot. Und mich hat dann schon die Frage umgetrieben, inwiefern ist das kompatibel, was haben die Landwirte davon? Stimmen die Aussagen der Industrie? Und so habe ich 1995 bis 1997 Freilandversuche durchgeführt mit gentechnisch veränderten Mais- und Rapspflanzen, die meistenteils zerstört wurden. Das war auf 1000 Quadratmeter Fläche, wo ich für mich wissen wollte, agronomisch bringt es Vorteile, welche Vorteile, was bedeutet das? Dann kam die erste Inverkehrbringungsgenehmigung 1996 mit Hilfe von Renate Künast. Und darum war das für mich sehr wichtig. Es handelte sich um dieselbe Linie, Ausgangslinie, konventionelle Sorte, die modifiziert wurde. Ich hatte immer den Pactol im Anbau als Maissorte. Und jetzt hat man die Modifikation gemacht und hat gesagt, der BT-Mais, gentechnisch verändert, heißt Pactol CB. Das heißt, ich konnte direkt vergleichen zwischen konventionellen Maislinien im Anbau und gentechnisch veränderten Maislinien. Ich konnte meine eigenen Versuche machen. Was die äußere Erscheinung anging. 1997 habe ich dann den ersten Mais ausgesät. Man sieht hier geschädigte Pflanzen durch Zünslerfraß, wie es im Labor dargestellt wurde. Und hier die neuen Pflanzen, die das neue Toxin, den eigenen Giftstoff bilden. Gesunde Pflanze ohne Schäden. Ich habe den Maisanbau anfangs auf 5000 Quadratmeter betrieben, 1997. Ich habe mit kleiner Fläche angefangen und habe den dann gesteigert auf 100% der Maisanbaufläche.
Die Aussaat war konventionell ebenso Düngung und Pflanzenschutz. Der Ernteertrag wurde als Silo- und Körnermais im eigenen Betrieb zur Verfütterung an meine Milchviehherde verwendet. Das war mein Sohn bei der Aussaat im Jahr 2000. Maisaussaat auf unseren Flächen. Lösslehmböden mit Bodenpunkten zwischen 80 und 100. Beste Bodenqualität. Die Anbauflächen sind während der gesamten Vegetationsfläche beobachtet worden, während der gesamten Vegetationsperiode, weil mich das interessiert hat. Ich wusste, es ist etwas Neues, ich wusste auch, es ist etwas anderes. Von der optischen Betrachtung her gab es durchaus positive Effekte zur konventionellen Ausgangslinie. Und das ist das, was den Landwirt interessiert. Wie stellen sich meine Feldfrüchte dar? Wie stellen sich meine Feldfrüchte mir vor? Sind die in Ordnung? Sind die gesund? Oder fehlt denen was? Und welchen Ertrag bringen die? Das ist das, was für den Landwirt zunächst mal interessant ist. Äußere Erscheinung, Phänotyp. Aus diesem Grund habe ich den Anbau von dem BT-176 Mais jährlich ausgedehnt. Es gab kleine Zünsler-Fraßstellen an den gentechnisch veränderten Pflanzen. Man hat es gesehen, die Tiere haben dran gefressen, die Schädlinge. Aber diese Löcher haben nie zu massiven Schäden geführt. Man wusste, da war jemand dran, aber das waren jetzt keine Schäden, die irreversibel gewesen wären. Das heißt, die Tiere sind daran gestorben, die da gefressen haben. Andernfalls frisst der Maiszünsler sich in das Mark des Stängels ein, steigt ab und überwintert in der Wurzel der Maispflanze und verpuppt sich dann im nächsten Jahr als Schmetterlingslarve. Ich hatte es schon erwähnt, von der äußeren Erscheinung her gab es durchaus ein positives Erscheinungsbild. Die Maispflanzen sind gleichmäßig abgereift, hatten keine Beschädigung aufzuweisen. Und somit konnte die Photosynthese vollständig stattfinden. Das Ertragspotenzial wurde im Rahmen der natürlichen Gegebenheiten voll ausgeschöpft. Und das ist das, was ein Landwirt möchte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hier sehen wir die Bestände. Die Pflanzen waren gleichmäßig, die sind gleichmäßig abgereift. Da war keine Fahne abgeknickt oder da hat ein Stängel umgeknickt irgendwo gelegen, wie es bei Zünslerfraß gewesen wäre. Die haben alle aufrecht gestanden wie die Soldaten. Das war ein Gedicht, diese Ernte einzufahren. Das war im Jahr 2000. Wir sehen hier den Körnermais dazu, Pactol CB. Die Maiskolben ausgebildet bis oben hin. Voll mit Maiskörnern, Ertrag über 100 Doppelzentner pro Hektar und das ist einfach spitzenmäßig. Das waren Spitzenerträge, die lagen hier bei 120 Dezitonnen pro Hektar in diesem Jahr. Körnermaisernte kennen wir. Bei Untersuchungen zur Futterqualität kam es dann dazu. Ich habe jedes Jahr meine ganzen Futtermittel, die ich im Betrieb selbst angebaut habe, über die Wehendeanalyse analysieren lassen, um festzustellen, welche Qualität weisen meine Futtermittel auf, wie muss ich die Futterration gestalten, wie viel in erster Linie Eiweißfuttermittel muss ich zukaufen, um meine Tiere ausgewogen zu ernähren, sodass sie eine entsprechende Milchleistung erzielen können. Der Proteingehalt in dem gentechnisch veränderten Mais war 15-20% höher als in der konventionellen Ausgangslinie. Das war für mich ein Positivum, ein weiteres Positivum, weil man versucht hatte, in den 80er Jahren Mais, konventionellen Mais, zu züchten, der höhere Proteingehalte beinhaltet. Mais ist ein Stärkelieferant, ein Energielieferant und Eiweiß ist im Minimum und muss zugekauft werden über Sojaschrot, über Importe aus den USA, relativ teuer. Das heißt, um Kosten zu sparen, wäre ein besseres Verhältnis zwischen Stärke und Eiweiß von Nutzen. Hier hatte ich es auf einmal, habe mich drüber gefreut. Aber das Interessante war, in der Futteration haben die Tiere mir diese Werte nicht umgesetzt. Das heißt, ich habe die Berechnung nach Wehendeanalyse, nach DLG-Futterwerttabelle durchgeführt, habe die Ration zusammengestellt und in der Leistung haben die Tiere gesagt, das geht mit uns nicht. War eine Auffälligkeit, die ich mir zu der Zeit nicht erklären konnte. Und dann ging es los.
Die Tiere haben weiß-grau-klebrigen Durchfall bekommen. Es kam zu Wasseransammlungen in den Gelenken. Es kam zu Euterödemen, Blutgefäßerweiterungen, Blut in der Milch. Festliegen der Tiere, hier die Kuh Eiger mit einer Kalziuminfusion. Und das war der Beginn, wo mir aufgezeigt wurde, dass die Tiere sich mit etwas beschäftigen, was es so vorher noch nicht gegeben hat. Alle Bilder, die ich hier zeige, habe ich so in meinem Berufsleben vorher nicht gekannt, in diesem Ausmaß, in diesem Umfang, in dieser Ausprägung. Dieses Tier hat einen absoluten Kalziummangel. Das ist noch etwas relativ Normales nach dem Kalben, nach Stress. Das Erschreckende war, dass diese Tiere bis zu 3 Liter Kalziuminfusion benötigt haben, wo jeder Tierarzt vorher gesagt hätte, das schafft die nicht, da geht die dran kaputt. Das haben die weggesteckt, das haben die benötigt, weil sich das Kalzium der Tiere im Blut mit dem Gift aus dem Mais beschäftigt hat und die Tiere versucht haben, über Niere-Leberstoffwechsel die Giftstoffe zu eliminieren und auszuscheiden. Und da ist Kalzium das Mittel der Wahl. Kalzium bindet eben toxische Stoffe. Für uns war es spanisch. Alle Tierärzte, sogar die der Justus-Liebig-Universität in Gießen, das Veterinäramt, waren überfordert mit der Situation in meinem Betrieb. Die Tiere haben in der Folge trockene, spröde Euter- und Zitzenhaut bekommen. Die Haut ist aufgeplatzt, unerklärlich. Die Flotzmäuler wurden hellrosa, fast weiß. Es kam zu Immunsuppression, die waren anfällig für jedwede Erkrankung. Es kam zu Todesfällen, Missbildungen an Kälbern und Missbildungen an Milchfersen. Wir sehen hier, so sehen die Tiere in einem gesunden Zustand aus. Die Flotzmäuler hellrosa. Und hier oben kann man erkennen, das war fast weiß. Und mir ist es mal aufgefallen, die Stallwand von dem Melkstand, die ist weiß getäfelt, schneeweiß getäfelt, mit Fliesen. Und die Kuh läuft da lang und ich habe gedacht, wo ist ja ihre Nase? Da denke ich, was ist hier los? Und dann habe ich mir das Tier genauer angeguckt und habe ich gesehen, die war fast weiß, die Nase. Das war fast wie Blutleere. Da war kaum ein Kontrast zu erkennen. Diese Milchferse hat eine Missbildung hier. Die hat einen zusätzlichen Strichkanal. Von der Sorte hatten wir sehr viele. Hier einen zusätzlichen Strichkanal ausgeprägt. Hier geht der normale Strichkanal innerlich runter. Hier unten ist ein Schließmuskel dran. Und hier ist ein zusätzlicher Strichkanal angelegt, ohne Schließmuskel, wo die Milch einfach so rausgelaufen ist. Das war eine Verästelung von einem Strichkanal und das war auffällig bei mehreren Tieren, die diese Ausprägung hatten, in der Folge der Verfütterung von giftigen Futtermitteln. Dieses Kalb hat im Nacken eine Blutblase angewachsen gehabt. Ein Bullenkalb, Auffälligkeiten, die ich so nicht kannte vorher. Alles das hat deutlich gemacht, dass es hier massive Probleme gibt, die über das Blut in das Erbgut der Tiere gelangt. Mir war lange nicht bewusst, was da abläuft und was passiert. Es ist eine Vielzahl von Proben genommen worden und nach den massiven Problemen sind sämtliche Futtermittel nochmal intensiv überprüft worden. Es wurden amtliche Rückstellproben genommen. Interessant war hier, dass die Untersuchung zu den Aminosäuren, Abweichungen bei dem Körnermais von -24% ergaben, gewichtete Aminosäuren und beim Silomais 8,8% zur konventionellen Ausgangslinie. Ich habe dann die Analysen genommen, habe sie nebeneinander gelegt, was hat mein konventioneller Mais an Aminosäuren, was hat mein gentechnisch veränderter Mais an Aminosäuren. Und hier an diesem Punkt ist die Lüge der substanziellen Äquivalenz entlarvt.
In dem Moment, wo ich einen Mais habe, der so massive Abweichungen in den Aminosäuren hat, ist er nie mehr gleichwertig. Und dann kann man so etwas nicht als gleichwertiges Produkt prüfen und zulassen, genehmigen und vermarkten. Die Untersuchungen zu den BT-Toxinen waren noch erschreckender. Der Silomais hatte 1,5 Jahre gelagert. Ich hatte den 2002 nicht mehr angerührt. Und die amtlichen Probenergebnisse wurden geschickt nach North Carolina zum Labor von Syngenta. Dort kam ein Befund zurück, 0 Toxin im Silomais, ohne Unterschrift. Parallel dazu habe ich die Proben in Deutschland analysieren lassen an der staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt in Neustadt an der Weinstraße. Und dort hat Professor Dr. Jehle 8300 Nanogramm pro Kilogramm Frischmasse BT-Gift nachgewiesen im Silomais. Das hat mich schon sehr erschüttert. Die TU München sagte im Genehmigungsverfahren, innerhalb von 4 Wochen im Silo ist dieses Toxin abgebaut. Gibt es das nicht mehr? Davon war ich ausgegangen. Ich bin davon ausgegangen, es wird noch ein Rest enthalten sein, mit dem das Tier aber zurechtkommt. Das war eigentlich die Basis. Hier große Überraschung. Gleiche Untersuchungsmethoden in USA und in Deutschland. Und wenn man sich überlegt, dass die Messwerte bei 10.000 enden, dann weiß man, dass das hier das oberste Level ist des Toxinnachweis. Wären die über 10.000 gewesen, hätten die gesagt, die sind außerhalb der Nachweisgrenze, nicht nachzuweisen. Glück gehabt, die waren noch drunter, aber am oberen Level. Das RKI sagt dazu, war im unteren Level, fertig, abgehakt, ist so in Ordnung, braucht man. Der Nachweis von Roundup Ready und BT-Konstrukten in Milch wurde durchgeführt in meiner Sammelmilch auf 3-malige amtliche Probennahme. Erfolgten Ergebnisse, die sowohl das Roundup Ready-Konstrukt des Soja kurzkettig mit 180 Basenpaaren hier in meiner Milch nachgewiesen haben mit der PCR-Analyse und auch das BT-Mais-spezifische Grü1A-Molekül hier nachgewiesen in der Probe 6, angelagert an das Milchfett. Das heißt, wir können hier genau feststellen, dass die Tiere gentechnisch verändertes Futter gefüttert haben, gefüttert wurden. Und wir haben in der Milch unterschiedliche Bereiche, in denen wir die Nachweise finden, wenn wir danach schauen oder schauen lassen. Die Aussage der Industrie zu dem Thema war, in erster Linie natürlich betroffene Syngenta. Das ist Staub, der aus dem Stall in die Milch gelangt ist und deshalb kann man diese Basenpaare, spezifischen Basenpaare hier, der Staub lagert sich dann einmal am Milchzellpellet an und einmal im Milchfett an differenzierter Stelle. Wem will man das erklären? Ich könnte es Ihnen nicht sagen, wenn ich Ihnen das heute sagen würde, könnte ich mir morgen nicht mehr in den Spiegel schauen. Das ist der Unterschied. Das wurde gemacht. Daraufhin kam es zum Eklat, weil ich die Unterlagen 2003 Greenpeace gegeben habe. Die haben die Aktion bei Müllermilch gemacht. Genmilch war das Thema in den Jahren 2004. Und im Ergebnis wurde es auch in Frankreich durchgeführt. Auf Grundlage meiner Befunde, die gemacht wurden an der TU München, der Professor, der sie gemacht hat, der durfte dann gehen. Der ist heute in Berlin an der Freien Universität. Er hat es aber gemacht, aus seinem Gewissen heraus, für mich, für meine Sicherheit, um sicher zu gehen, was spielt sich da eigentlich wirklich ab.
Dann hat Müllermilch in Sachsen gesagt, nicht. Was bedeutet das für die Milch? Was bedeutet das für die menschliche Ernährung, dass wir diese Nachweise haben? Sondern der hat die Frage gestellt, wo kommen die Befunde her? Und dann war in den Medien zu lesen, die Befunde kommen von einem Landwirt aus Hessen. Und da gab es nicht so viele. Das war nun mal ich. Was war das Ergebnis? Das Hauptzollamt führt bei mir eine Kontrolle durch. Hauptzollamt Darmstadt, zuständig für Milchquotenregelung und kommt zum Ergebnis aufgrund der Untersuchung und der Prüfung, dass ich kein Milcherzeuger bin im Sinne der Milchgarantiemengenregelung und schickt mir einen Bescheid über 625.000 Euro 180 und 28 Cent, zahlbar sofort und gleich, sollte ich das Milchgeld aus 4 Jahren an das Hauptzollamt Steuer zurückzahlen. So. 5 Jahre Kampf mit dem Hauptzollamt, 20.000 Euro Kosten, Gericht und Anwalt. Und ich habe den Prozess ohne Anwalt dann gewonnen am Finanzgericht in Kassel. Nach 5 Jahren mit dem Ergebnis, dass 2 Jahre später erst alle Pfändungen aufgehoben worden sind und der Betrag bis zur Zwangsversteigerung meines Betriebes im Grundbuch eingetragen blieb. Und am Tag der Zwangsräumung, genau an dem Tag der Zwangsräumung, hat das Hauptzollamt mir das Schreiben fertig gemacht, die Sachbearbeiterin, dass das gesamte Verfahren falsch ist, dass alle Pfändungen aufgehoben werden, hat sie am 19.11.2012 mir auf die Post gegeben. Das heißt, man hat mich genau beobachtet, was passiert, was macht der, wie können wir den weiter schädigen. Der hat den Prozess gewonnen, das interessiert uns nicht. Er wird gequält bis zum letzten Tag, bis zur Zwangsversteigerung. Wenn Sie 625.000 Euro als Grundschuld eingetragen haben von der Bundesfinanzverwaltung, können Sie hingehen, wo Sie wollen, gibt Ihnen keiner einen Cent. Das war die ganze Geschichte daran. Ansonsten wäre da nichts passiert. Das Geld wurde erstattet 2013 im März und im April. Alle Beteiligungen erstattet, zurückgezahlt, weil die Bundesfinanzverwaltung festgestellt hat, das ganze Verfahren gegen mich war falsch. Aber 5 Jahre Klagen, ein ganzer dicker Ordner voll Papier und Stress und Ärger. Das freudige Ergebnis, was ich hatte daraus, war die Kennzeichnung ohne Gentechnik. Diese basiert auf meinen Untersuchungsergebnissen aus meiner Betriebsmilch, Bestandsmilch, die untersucht wurde, die 2006 unter dem Verbraucherschutzminister Horst Seehofer ins Leben gerufen wurde. Ich wollte eine Kennzeichnung, enthält gentechnisch veränderte Organismen, A, B und C, war meine Zielsetzung. Man hat sich auf die geeinigt mit den entsprechenden Problemen, dass man eben hier Grenzwerte hat. 0,0, 0,3, 0,9. Nach dem Absetzen ist es meiner Milchviehherde insgesamt besser gegangen, aber die Auswirkungen sind bis heute zu spüren. Es war dann für meinen Sohn unerklärlich, warum ich auf einmal die Maissilage abgesetzt hatte. Ich habe gesagt, es kommt keine Maissilage mehr in die Ration rein, weil ich wusste, was passiert und was drin ist. Ich habe diese Maissilage selber nicht mehr angerührt. So abstoßend war das Ergebnis. Es gab dann seit 2002 keinen Anbau mehr von dem Mais. Dieser BT-176 hat heute keine Inverkehrsbringungsgenehmigung mehr. Gleichwertigkeit zu konventionellem Mais ist nicht gegeben. Fragen zur Sicherheitsforschung und Fragen zum Genehmigungsverfahren hat das Ganze aufgeworfen und die habe ich auch dementsprechend eingereicht beim Verbraucherschutzministerium. Thema war, dass mit der Gülleausbringung das BT-Toxin ausgebracht wurde und das habe ich gespürt auf meinen Grünlandflächen. Ein Sporenbildner,
der auf der Fläche sich ausgebreitet hat. Das Gift war auf der Grasilage wiederzufinden, im grünen Gras, BT-Toxin in der Grasilage. Und nach 12 Stunden nach dem Verzehr von diesem Gras haben die Tiere massive Durchfallerscheinungen bekommen mit blutigen Diarrhöen. Die Milchproduktion musste ich 2004 einstellen, weil einfach es wirtschaftlich nicht mehr darstellbar war. Die Tiere haben noch zwischen 3 und 5 Liter Milch gegeben pro Kuhentag. Die Tiere waren nicht mehr in der Lage, irgendwie zu genesen. Ich hatte keine Chance mehr, irgendwie denen zu helfen. Die Veterinärbehörden waren überfordert. Und so habe ich den Betrieb nur noch als Klinikbetrieb weitergeführt, um weitergehende Untersuchungsergebnisse zu gewinnen und um eben auch entsprechende Proben zu ziehen. Nach meinem Vortrag in 2004 hat Angelika Hilbeck sich Forschungsgelder geben lassen und hat dieses BT-Toxin als aktives Toxin identifiziert. Man hat ihr im Genehmigungsverfahren das Toxin auf den Tisch gestellt und hat gesagt, das ist BT-Toxin. Sie hat es getestet, hat gesagt, okay, schwache Säure, löst sich das auf, wird neutralisiert. Dann hat sie meinen Vortrag gesehen in 2004 und hat gesagt, wenn das Toxin mutagene Wirkung hat, ist es etwas anderes als das, was wir untersucht haben. Dann hat sie das untersucht, aktiver Sporenbildner, der sich auf der Fläche vermehrt. Abzubauen unter UV-Einstrahlung mit einer starken Säure oder zu neutralisieren mit Alkohol. UV-Einstrahlung 6 bis 7 Jahre. Mir wurde empfohlen, die Flächen nicht mehr zu pflügen, flache Bodenbearbeitung zu betreiben, die Grünlandflächen einfach liegen zu lassen, die Weide zu sperren. Vorschlag von Professor Flachowski, Bundesforschungsanstalt in Braunschweig, Völkenrode, Fütterungsexperte für Milchvieh, für Milchviehkühe. Bitte? Eine ganz kurze Frage. Wie lange hat es gedauert, wie Sie angefangen haben, diesen manipulierten Mais zu geben, bis die Kühe die Veränderung gezeigt haben? Sind Sie geduldig bis zum Schluss, bitte? Und dann kommen wir genau dorthin. Ich zeige alles auf. In dem Moment, wo die Tiere in Bodennähe gefressen haben, kurzes Gras, bei trockener Witterung, bei Temperaturen über 20 Grad, haben die innerhalb von 12 Stunden blutige Durchfallerscheinungen bekommen. Und das hat mich dazu veranlasst, dann diese Weide auch zu sperren. Das war nicht mehr zu verantworten. Sie haben Weideauslauf auf Ackerlandboden, damit die Tiere sich wohlfühlen, schicken sie raus in die Sonne, müssen die Weide sperren, weil die Weide vergiftet ist. Sie ist vergiftet durch genetisch veränderte Mais, der vorher gefüttert wurde. Die Utensilien, Exkremente wurden ausgebracht auf die Fläche mit dem Güllefass. Und dann fängt dieser Kreislauf an über die Fläche. So können Sie einen Betrieb zerstören. Jetzt kommen wir zu den Todesfällen in meinem Betrieb, die sich wie folgt darstellen. Alle Tiere, und das war das Auffällige, sind in die Box gegangen. Von der Weide in die Box, haben sich in der Box abgelegt, waren schläfrig und sind in der Box eingeschlafen und nie mehr aufgestanden. Das habe ich an diesem Beispiel gesehen. Diese Kuh Nelke war schon tot. Das war die letzte Tochter meiner ältesten Hochleistungskuh, die über 110.000 Kilo Milch gegeben hat in 17 Jahren. Eine sehr ansprechende und sehr zukunftsweisendes Tier von der Zucht her. Hier steckt Zuchtarbeit drin. Hier steckt eine Generation Zuchtarbeit drin. Ich habe das aufgebaut und ich habe das betrieben. Mit Herzblut. Das machen sie nicht nebenher. Eine Herde zu führen mit fast 9000 Liter Milch und mit den entsprechenden Nachkommen dazu. Sie schauen sich an, was passt, wie wird angepaart, wie geht das weiter. Das ist Generationenarbeit.
Zucht aufzubauen. Alles waren Herdbuchtiere. Dieses Tier hier hat geschlafen zu dem Zeitpunkt, die Lilie. Ich habe beide Tiere auf den Hänger verladen und habe sie in die Uniklinik Gießen gebracht. Fahrzeit halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Hänger, um dieses Tier zu retten und um zu erfahren, was hier passiert ist. Was ist passiert? Ich wollte es wissen. Diese Kuh hat vor sich hin geschlummert. Die war schlafend. Und ich bin dann davon ausgegangen, in der Klinik, die können der schon helfen, die haben jetzt hier den Fall, wo wir nachsuchen. Die wissen jetzt, was da los ist. Die können Blutproben nehmen, die können sich schlau machen und die haben die entsprechenden Medikamente vor Ort und Hilfsmittel, die ich nicht habe. Sie hat gelebt bis zur Besichtigung durch den Professor, der die Situation kannte, hat ihr eine Infusion verabreicht, Calcium-Phosphor, und sagt, fahr gerade ums Eck rum, geh, bring sie in die Torfbox. Und als ich an der Torfbox ankam, war auch diese Kuh tot. Und mit der Lilie ist in dem Moment eine weitere Hoffnung gestorben, für mich, den anderen Tieren, die noch da sind, zu helfen und den Problemen auf die Sprünge zu kommen. Und das war schon sehr niederschlagend. Und wenn Sie sehen, 1997 habe ich den ersten Mais angebaut und verfüttert. Hier haben wir das Jahr 2002, als die verstorben sind. So hat sich das dargestellt im Stall. Man macht alles, um den Tieren zu helfen und man ist hilflos der Sache ausgeliefert. Wir haben hier eine Milchferse, Marilyn, erste Mal gekalbt. Nach dem Kalben hat die nur Blut aus ihrem Euter gegeben. Blut. Pures, blankes Blut. Ich habe sie in ihre Abkalbebox gelassen. Alle Tiere hatten bei mir eine Abkalbebox, in der sie ihr Kalb sich aufs Kalben vorbereiten konnten, 4-6 Wochen vor Kalbung. Und dann das Kalb eine Woche in der Regel bei der Mutter gelassen, bis zu 10 Tagen, je nachdem, wie die Konsistenz war vom Kalb. Und da habe ich sie in die Abkalbebox gelassen. Wusste innerlich, ich kann der Marilyn nicht helfen. Ich wusste das. Ich gehe in den Stall, ich fütter das Tier und weiß, ich kann ihr nicht helfen. Was passiert? Sie verliert das gesamte Drüsengewebe, wirft das ganze Drüsengewebe ab. Das heißt, die Versorgungsquelle der Milchproduktion wird abgestoßen, damit kann ich nichts anfangen, voll mit Toxinen belastet, Lymphsystem, Drüsengewebe, Fettgewebe. Keine Chance, Totalverlust, Notschlachtung. Ich habe immer Kontakt gehalten zur TU München, die im Genehmigungsverfahren mitgespielt haben, mitgewirkt haben. Habe immer Kontakt gehalten zu den Professoren, die sich damit beschäftigt haben, Molekularbiologie. Und hier der Dr. Bodo Lutz, der hat sich damals Geld geben lassen und hat gesagt, ich will mal gucken, was mit dem BD-Toxin passiert. Und wir sehen hier an dieser Grafik, hier kommt das BT-Toxin über die Maisilage in das Tier rein. Hier ist die Verweilzeit im Pansen, wie sich das verhält. Pansen und Verdauungsorganen, Darm. Und hier ist die Ausscheidung. Das heißt, mit dem BT-Toxin passiert fast nichts. So wie die Tiere das vorne aufnehmen, wird es hinten ausgeschieden. Zwischendurch ist ein geringer Flüssigkeitsverlust und es ist ein Einbau ins Lymphsystem. Sie finden das Toxin überall wieder. Und das, was er hier gemacht hat, hat er vorgestellt auf der Katholischen Akademie in Bonn damals. Und dann sind sofort die Industrievertreter aufgesprungen und haben gesagt, ja, aber im Tier ist das Toxin nicht aktiv. Dann hat er seine Koffer gepackt, ist zu mir gekommen, sagt der Gottfried, und ich fliege jetzt wieder heim. Das ist uninteressant.
Und ich fahre nach Bonn, um was zu erfahren, um die Leute mit, um den Leuten mitzuhelfen bei der Aufklärung. Und das Ergebnis ist, dass sie abgewürgt werden. Jetzt passiert Folgendes. Syngenta macht eine Schadensersatzaufstellung. Der Geschäftsführer heult mit dem Tisch voll. Was er machen soll, weiß er nicht. Macht eine Aufstellung, tote Tiere, Milchleistungsverlust, Futtermittelverlust, Analysekosten, Tierarztkosten über den Zeitraum 2000, 2001 und kommt zum Ergebnis, das kostet 100.000 Euro. Von diesen 100.000 Euro werden 40.000 Euro bezahlt, 43.000 Euro, 224. Und dann sagt man, aber mit unserem Mais hat es nichts zu tun. Unterstützt durch das Robert-Koch-Institut. Todesursache kennen wir nicht von deinen Tieren, Probleme gibt es keine. Mais ist in Ordnung, BfR sagt, Mais ist in Ordnung. Und BT-176 ist sicher, schreiben die sofort, 2002, wissen die das alles schon? Und dann sagt das Unternehmen, ah nee, 100.000 Euro, aber wir zahlen die 43.000, mit dem Mais hat es nichts zu tun, tschüss. Also haben sie mir den Auftrag erteilt, das für den Rest der Bevölkerung zu machen, was ich gemacht habe. Aufklärung. Was steckt dahinter? Und ich will es genau wissen. Obwohl es mit dem Mais nichts zu tun hat, stoppt Syngenta die Gentechnikprojekte in Europa, weil sie bei Saatgut und Pflanzenschutz schon viel mit der Gentechnik experimentiert haben und sind oft gescheitert. Das, was da steht, das hat kein Politiker gesagt. Das ist nicht meine Aussage. Das hat der Forschungschef David Lorenz gesagt von Syngenta. Der müsst ihr wissen. Ich habe den Bericht bekommen, gelesen, denke ich, okay, sie haben es kapiert. Warum? War mir nicht klar. Es war nur eine Aussage, um die Aktionäre ruhig zu stellen. In 2002 hatte ich das Robert-Koch-Institut angefragt. Ich war zweimal zum Treffen beim Robert-Koch-Institut als zuständige Genehmigungsbehörde und habe gefragt, schriftlich angefragt, gibt es Untersuchungsergebnisse zur Grünmaisfütterung von gentechnisch verändertem Mais? Weil für mich 2002 klar war, im gentechnisch veränderten Mais, in dem grünen Mais, ist das Toxin zu 100% enthalten. Das ist ja die Pflanze, die wächst, Toxin exprimiert, die Tiere sterben, die Insekten. Also, wenn ich was wissen will, füttere ich zu 100% Grünmais und dann weiß ich, wie die Tiere das wegstecken können. Die schreiben mir, es liegen uns keine Ergebnisse zu Fütterungsversuchen mit Grünmais vor. Und gleichzeitig für die Prüfung, für eine Genehmigung, waren diese Informationen entbehrlich. Das heißt, es liegen keine vor. Und wenn welche vorliegen, dann sind sie entbehrlich. Also haben sie vorgelegen. Eine Kopie des Schreibens wird an Syngenta Agro geschickt. Auch Syngenta war informiert 2002. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt, es gab einen Grünmaisfütterungsversuch in USA, North Carolina, von Syngenta für Basel, Syngenta Basel, durchgeführt. In 1996, vor der Genehmigung. Dort hat Syngenta im Forschungsbereich 4 Kühe mit gentechnisch verändertem Mais gefüttert und 4 Kühe mit konventionellem Mais. In der Grünmais, 41 Kilo Frischmasse, grüner Mais in die Tiere rein und gucken, was passiert. In der ersten Woche ist die erste Kuh gestorben von Vieren und dann wurde der Versuch abgebrochen. Diese Information wurde als Confidential Business, geheime Information, zurückgehalten und hat keinen Einfluss auf das Genehmigungsverfahren genommen. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte ist aber dieses Datum hier, Mai 2002. Am 16. April 2002 wurden bei mir die amtlichen Proben genommen zur Untersuchung auf BT-Toxin. Und im Mai 2002 hat man die Zusammenfassung zu dem Fütterungsversuch von 1996 neu geschrieben.
Und damals hat der Geschäftsführer von Syngenta gesagt, Herr Klöckner, Sie beschäftigen die ganze Welt. Das ist wirklich so. Bis heute beschäftige ich die. Und ich mache das auch weiterhin, weil ich lasse mir das nicht gefallen. Diese Information habe ich erhalten 2009 nach meiner Haftentlassung in Paris von Professor Seralini, der mir in Luzern 2008 auf dem Gentechnikkongress gesagt hat, kennst du diese Fütterungsstudie? Sage ich kenne sie nicht. Er sagte, du musst nach Paris kommen, wir laden dich ein, du musst uns das vorstellen, hast du das in Englisch? Ich gebe dir diese Fütterungsstudie. Und ich wäre nach Paris gelaufen in 2002, um genau diese Studie zu bekommen. Heute haben wir sie. Hier hatte SWR Mainz damals weiter recherchiert und hat festgestellt, dass die Beamten der Gentechnik-Genehmigungsbehörde in einem Werbevideo Werbung machen für den BT-Mais. Das heißt, die Leute, mit denen ich geschrieben habe, mit denen ich mich zusammengesetzt habe beim Robert-Koch-Institut, um die Sensibilität zu schärfen, dass hier etwas schiefläuft und dass hier etwas verändert werden muss, genau diese Leute haben im Werbevideo mitgespielt und haben Werbung gemacht für den BT-Mais von Syngenta. Wie toll das alles ist. Bug, Bartsch und Bendig. Nach meinem ganzen Schreiben und nach meinem ganzen Intervenieren wurde das Robert-Koch-Institut in dem Bereich umstrukturiert. Die Leute wurden rausgeschmissen und sind gelandet wo? Bei der Europäischen Genehmigungsbehörde für gentechnisch veränderte Organismen, bei der EFSA. Noch Fragen? So läuft das System. Ich finde das eine Zumutung, ich finde das eine Frechheit. Aber eines Tages fällt alles zurück. Der Tag kommt. Bei mir habe ich das gesamte tierische genetische Material verloren. Das ist weg. Sie können ein Auto, einen Gegenstand kaufen. Sie können den ersetzen. Sie können aber keine Lebewesen ersetzen. Und Lebewesen ist alles, was lebt. Das sind Kühe, das sind Kinder, das sind Pflanzen, das sind Regenwürmer, das sind Insekten. Und alle betrifft es, was wir hier machen oder lassen und machen und auch unterlassen. Die Grassilage muss entsorgt werden über eine Müllverbrennungsanlage, die vorhandene. Flächenkontamination hält 6 bis 7 Jahre an, Abbau nur unter UV-Einstrahlung. Wirtschaftlicher Totalschaden, ganz einfach. Da geht nichts mehr, Rienne war blüh. 80% kamen aus der Milchproduktion vom Einkommen. Tiere krank, keine Milchproduktion, keine Kälber, Fruchtbarkeit zurückgegangen. Wirtschaftlicher Totalschaden. Konsequenzen habe ich dem BM11 mitgeteilt. Ich war inhaftiert von 2006 bis 2007, kurzfristig, hat man mich weggesperrt. Und ich habe dann wieder den Faden aufgenommen und das war mir das Wichtigste hier, sofort der Bundesbehörde mitzuteilen, was hier eigentlich abgeht und wie diese ganzen Sachen abzulaufen haben, dass eben hier die Genehmigung nach arzneimittelrechtlichen Kriterien zu verfahren haben. Erstellung von einem Prüfpunktekatalog. Ich habe den Prüfpunktekatalog geschickt, welche Kriterien abgearbeitet werden müssen, bis so eine Genehmigung erteilt werden kann. Zusätzlich muss eine Kontrolle der Genehmigungsbehörden stattfinden. Produkthaftung muss durch den Hersteller erfolgen. Eine spannende Geschichte zu der Zeit, als ich dann eben die Angebote der Industrie, die in Form von Mähdrescher kamen, die in Form von Immobilie kamen, die in Form von Geld kamen, die in Form von Arbeitsplatz kamen, abgelehnt hatte, auch Urlaub war dabei, waren hier die Verhandlungen mit den Rückversicherern, dass eben die Rückversicherer haften sollen für Schäden durch Gentechnik. Die haben meinen Schaden noch übernommen, dann haben sie es aus den Policen gestrichen. Während der Inhaftierung hat dann die Industrie gesagt, dann muss der Staat haften. Dann hat Seehofer gesagt als Verbraucherschutzminister, jawohl, 50% haftet der Staat, 50% die Industrie. Die Industrie hat gesagt, machen wir nicht. Es gibt keine Haftung für diese Produkte, keine Haftung dafür. Nur der Anwender, sonst niemand. Und der Rest muss sehen, wie er zurechtkommt. Hier wissenschaftliche Forschung intensivieren und die Erkenntnisse müssen der Öffentlichkeit transparent zugänglich gemacht werden. Eine ganz interessante, wichtige Tabelle, die sich ergibt.
aus dem Fütterungsversuch, der in Grub gemacht wurde. Während meiner Inhaftierung hat man in Grub 2 Gruppen gefüttert, 18 Milchkühe, über 25 Monate Fütterungszeitraum. Von diesen 18 Milchkühen sind in den 25 Monaten 50% abgegangen. Die Tiere hat man einfach rausgenommen aus dem Versuch und hat Jungkühe eingesetzt und hat mit denen weitergemacht und hat gesagt, wir haben die 25 Monate mit BT-Mais gefüttert. Was jetzt alles schon recht fraglich ist, der Hammer kommt jetzt. Das, was ich hier zeige, ist diese Publikation zu dem Fütterungsversuch. Diese Publikation hat im Bundestag vorgelegen zur Abstimmung über MON 810, genetisch veränderter Mais, Nachfolgeprodukt von meinem Produkt. Hier die Fußnoten noch drinne. Und heute gibt es eine Folie. Und zwar besagt das, dass hier 41% gentechnisch veränderter Körnermais untergemischt wurde. Das heißt, die Kühe hier in dieser gentechnisch veränderten Gruppe bekamen nicht nur Maissilage, sondern die kamen zusätzlich Körnermais. Körnermais enthält kein BT-Toxin. Fällt Ihnen was auf? Reduktion der Giftstoffe. Genauso hier bei den Maiskops. Erhitzt bei 600 bis 700 Grad. Reduktion der Giftstoffe. Aktivität reduziert. Heute gibt es eine Folie. Da sind diese beiden Fußnoten weg. Das heißt, nicht nur die Pflanzen werden manipuliert, man frisiert und manipuliert auch im Nachhinein die Studien, damit sie so sind, wie sie passen. Ich erzähle das seit 2009 und seit 2012 gibt es eine Folie, die anders ist. Dann gab es Fragen dazu, zu dem ganzen Komplex, was Fütterungsversuch in München auf sich hatte. Die Konsequenz daraus war, ich habe es den Verbraucherschutzministern geschickt, habe es dem Horst Köhler geschickt als Bundespräsident, dass Aigner nachher ein Vertriebs- und Anbauverbot ausgesprochen hat für MON 810 am 14.04. durch das Verbraucherschutzministerium und das ist vor allen Gerichten bestätigt worden, hat bis heute Bestand. Ehemalige Geschäftsführer von Monsanto Deutschland haben sie im August 2011 entlassen, ebenso den von Syngenta Deutschland und Österreich. Alle Gentechnikunternehmen ziehen sich aus Europa zurück nach USA, North Carolina. Forschungsgelder sind gestrichen worden. Forschungsstandorte sind abgebaut worden. Auch interessant, der geschasste Geschäftsführer Dr. Hans-Theo Jachmann von Syngenta sitzt seitdem in der Taskforce zur Rettung von Glyphosat. Da findet man wieder, so läuft das System. Das heißt, wenn er das nicht kann, dann kann er das Nächste. Schafft er das nicht, schafft er was anderes. Wir brauchen uns über nichts zu wundern. Sie können das alles nachlesen auf meiner Webseite, wenn Sie meinen Namen eingeben oder hier. Die aktuelle Webseite gottfriedkloeckner.com. Hier sind die Bücher, da gehe ich schnell drüber. Die finden Sie alle im Netz auf der Webseite, bei denen ich mitgewirkt habe, das ist Russland. Das hier ein toller Ausspruch von Annette Schawan, da war sie mit dem Vorstandsvorsitzenden von BASF auf Vortragstour Werbung machen für Gentechnik. Und nachdem sie aus dem Publikum eben mitbekommen hat, dass sie nicht ankommt gegen die Bevölkerung, hat sie den Saal verlassen mit dem Mann und hat gesagt, es darf doch in Deutschland nicht so weit kommen, dass man einem Landwirt mehr glaubt als einem Forscher. Warum eigentlich nicht? Ich finde das eine Ehre, ich kann damit leben. Super. Toller Ausspruch. Hat die FH Bingen damals verwendet zur Einladung. Hier haben wir nochmal alles aufgelistet, was gelaufen ist. Die Präsentation ist auch im Netz. Ich bin jetzt ein bisschen unter Zeitdruck. Weil jetzt kommt das interessante Thema wissenschaftlicher Zusammenhang zwischen der Verfütterung von BT-Mais und dem Tod meiner Milchkühe. Die ist publiziert international, mit Professor Seralini zusammengearbeitet, bin Mitglied der Universität in Griechen. Sie sehen hier den Verlauf der Kurve. Fütterungsbeginn 97, 98. Hier haben wir die Tiere, den prozentualen Anteil von BT-Mais in der Futterration. Die Kurve ist auch auf meiner Homepage. Wie das verläuft und korreliert mit der Kurve der Todesfälle in meinem Betrieb. Gleichzeitig haben wir hier die kalbenden Tiere prozentual und die kalbenden, die gesunden Tiere. Wie der Gesundheitsstatus der Tiere einbricht. Nach dem Einsatz von gentechnisch verändertem Mais bricht deshalb ein, hier haben wir die Zeit 99 bis 2000,
was hier mit der Leber passiert. Und da haben wir die entsprechenden Werte, die eben hier noch normal waren und hier dann niedrig waren, bis sehr niedrig. Bilirubin normal und dann ganz niedrig. Lebererkrankung, jawohl. Nieren haben wir hier. Es ist alles in Englisch publiziert und ich habe die Originalfolie verwendet. Und hier sehen wir eben, dass wir hier die Natriumversorgung haben mit einem sehr niedrigen Level. Bei gleichzeitig, das ist das Blutniveau, bei gleichzeitig sehr hoher Ausscheidung im Urin, sehr hoch, und im Plasma eben auch sehr erhöhte Werte haben. Und das ist eben eine Nierenerkrankung. So stellt sich das dar über die Analyseergebnisse von den Tieren, die wir haben. Das war für mich eine Erfahrung und eine Aufschlüsselung, die Professor Seralini, nachdem er 3 Tage auf die Untersuchungsbefunde geguckt hat, mit mir intensiv festgestellt hatte. Und dann haben wir das eben publiziert und zusammengeschrieben. Die Krux dabei war, hier sehr hohe Natriumwerte heißen für mich, das Tier scheidet viel Natrium aus, es verfügt über viel Natrium. Absoluter Trugschluss, auch was die Veterinäre gemacht haben. Das Tier hat eine Nierenerkrankung und scheidet deshalb das Natrium aus. Und das Tier erkrankt an einer Unterversorgung von Natrium, während ich gleichzeitig das Natrium reduziert habe. Auf Empfehlung der Futtermittelberatung und der Veterinäre. Hilft nichts. Unheilbar. Erkrankung. Gentechnik bedeutet verantwortungsloser Umgang mit der Natur. Da stehe ich dazu. Und hier never give up, weil... Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von alleine aufrecht. Und das hat jemand gesagt, der es wissen muss, Benjamin Franklin, Freimaurer Nummer 1 in den USA. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Alle Fragen stehe ich zur Verfügung. Sie können alles nachlesen im Internet. Es ist alles transparent. Und ich bitte einfach darum, wenn Fragen sind, die nachher zu stellen, dass jeder zufrieden hier nach Hause geht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.